Heute ist Sonntag, der 22.05.2022 mit Zeit. Überbracht? Ja, das haben wir doch direkt aufgenommen. Und dann habe ich ihr geschrieben und sie hat es bestimmt, nein, sie hat es nicht bestimmt, sie hat es sofort gehört. Okay. Ja. Okay, super. God bless Iris. Gott segne Iris. She's a very special person. Sie ist eine sehr besondere Person. Yesterday I recorded one audio. Gestern habe ich eine Audio aufgenommen. I lost in my heart. Ich habe mein Herz in Gott verloren. This is a journey. Which I recorded yesterday. Das ist eine Reise, die ich gestern aufgenommen habe. Darüber geht's. But if you like, I'd like to share with you. Aber wenn ihr wollt, dann teile ich das gerne mit euch. Or you like to read in book. Oder wollt ihr es erst im Buch lesen? Das dauert noch zu lange. Text too long, she said. Mm. Please share, Hazur, please share. Bitte teile es mit uns, hat Asim gesagt. Mm. Okay. Atta is not here. Ist Atta da? Doch, der ist hier. Ist Atta hier? Ja, er hat eben noch mit uns gesprochen. Yes, was I'm here. Ah, hier, hier ist Atta. Okay. Hier. Ja, okay. Okay. I was praying midnight. Ich habe um Mitternacht gebetet. And in this moment, like a million sunrise in my room, actually. Und in diesem Moment passierte es, dass sich Tausende, Millionen von Sonnen erhoben. And 19 beings came. Und die 19 Wesen kamen zu mir. You know, God created this 19 being. Ihr wisst, Gott hat diese 19 Wesen erschaffen. After. Nachdem er in die Existenz gekommen ist. This 19 being was before God. Diese 19 Wesen hätten potenziell vor Gott entstehen können. But like a pregnancy. Many time women destroy the child. Aber es hat sich bei diesen 19 Wesen wie bei einer Schwangerschaft verhalten, die nicht ausgetragen werden konnte und die abgebrochen werden musste. So the 19th time in dark eternity this happened that this cell came together. Was also passierte ist, war, dass in dieser dunklen Ewigkeit 19 Mal diese Zellen zueinander kamen. How much time took nobody. Aber wie lange das brauchte, bis eins von diesen Wesen überhaupt entstehen konnte, das wissen wir nicht. That's only God, no. Das weiß nur Gott. And more we will grow internal life, more we will come to know. Und je mehr wir im ewigen Leben wachsen werden, desto mehr werden wir diesen Prozess auch kennenlernen. So, this God was the first cause who could make it. Gott war also der erste Ursprung, wo als diese Zellen zusammenkamen, wo er auch wirklich entstehen konnte. So, like a science is speaking very much the truth and reality. So wie die Wissenschaft auch sehr viel über die Wahrheit und Realität spricht. That God is the first cause. Of this universe. Sie sagt, dass Gott der erste Ursprung dieses Universums ist. So science today believe, das heißt, die Wissenschaft heute glaubt, nothing was existing before God. Dass nichts vor Gott existierte. And then science says, we all creation, everything are reserved. Und dann sagt die Wissenschaft, dass wir, die Schöpfung, alles andere das Ergebnis davon sind. So who can decide the purpose of life? Result?
Wer or creator. Wer entscheidet also über den Sinn des Lebens? Das Ergebnis oder der Schöpfer von allem? Who created you? Der euch erschaffen hat, natürlich. Science have a little bit the problem to give God one name, actually. Die Wissenschaft hat ein bisschen ein Problem, Gott einen Namen zu geben oder ihn beim Namen zu nennen. And I believe this is a good so. Und ich glaube auch, dass es gut so ist, dass sie ihm keinen Namen gibt, ihn als abstraktes Konzept stehen lässt. Yes. They only says, sie sagen lediglich, that all the creations which is created, dass all die Schöpfungen, die erschaffen wurden, or all the universe, und all die Universen and eternities, und die Ewigkeiten, this is a manifestation of one high being. Sie sind die Manifestation eines hohen Wesens. Not only he created everything, nicht nur hat er alles erschaffen, but he is giving the direction for all the creation. Aber er gibt auch die Richtung vor für alle Schöpfungen. But he is not dwelling in his own creation. Aber er selber verbleibt nicht in seiner eigenen Schöpfung oder ist nicht in seiner eigenen Schöpfung. At this point, und an diesem Punkt, Hinduism become wrong actually. Ist die Lehre des Hinduismus, wird sie falsch. Because they believe, denn die Hindus glauben, God is in tree, God is in stone, God is in nature, dass Gott in Bäumen ist, in Stein, in der Natur, God is in everything, dass Gott in allem sei. If this is a truth, wenn das wahr wäre, then earth has a quality of God. Dann hätte die Erde die Qualität Gottes. That means earth is God. Das bedeutet, die Erde wäre Gott. But that's not true. Aber das ist nicht wahr. We come to know earth is created. Wir finden heraus und haben kennengelernt, dass die Erde erschaffen wurde. But earth has not those qualities that earth say I'm a god. Aber die Erde selber hat nicht diese Qualitäten, dass die Erde von sich sagen kann, dass sie Gott ist. So this is a totally rejected also by science actually. Und diese Lehre wird auch total abgelehnt durch die Wissenschaft. If I look at history, wenn ich die Geschichte betrachte, why God parallel bring science now in our modern time 21st century? Warum bringt Gott parallel die Wissenschaft in unser modernes 21. Jahrhundert? There must be reason, actually. Dafür muss es einen Grund geben. What science discovered, was die Wissenschaft entdeckt hat, they do by experiment. Das finden sie durch Experimente heraus. Without experiment, und so long is not proof, they don't take this theory actually. Und solange eine These nicht durch viele Experimente bewiesen wurde, nehmen sie diese These auch nicht an. Sie erkennen sie nicht an. So science has proven, das heißt, die Wissenschaft hat bewiesen, that religion is many cases narrow-minded and wrong, actually. Dass die Religion in vielen Teilen sehr engstirnig und falsch liegt, ist. We go a little bit back. Und jetzt gehen wir noch etwas zurück. When Catholics have this idea or vision, als die Katholiken diese Idee oder Vision hatten, according to their Bible, die sie gemäß ihrer Bibel hatten, that earth is plain, actually. Flat. Yes. Dass die Erde flach sei. Very similar times haben sie, gab es zu einer gleichzeitig, Galileo hat Galileo gesagt, according to his own experiment, gemäß seinen eigenen Experimenten, that earth is not flat, dass die Erde nicht flach ist, earth is moving, sondern die Erde bewegt sich toward sun,
Und zwar zur Sonne oder gegenüber der Sonne. So what Catholic did? Was haben also die Katholiken getan? They put him in jail. Die haben ihn ins Gefängnis gebracht. Then he came out and they asked him to, he has to shut his mouth. Und dann, als er rauskam, zwangen sie ihn dazu, dass er seinen Mund halten sollte. But after a while he spoke again. Aber nach einer bestimmten Zeit fing er wieder an zu reden. And this time Catholic took care of him. Und dieses Mal hatten sich dann die Katholiken um ihn gekümmert. And they did not let him bury his body. Und sie haben in the Christian cemetery. Und sie haben am Ende durfte er nicht in einem christlichen Friedhof begraben werden. But time is proving today. Aber die Zeit hat heute bewiesen, Catholic was wrong actually. Dass die Katholiken falsch lagen. And whatever this vision they took from this Bible is also wrong actually. Und auch egal, welche Vision sie von der Bibel rausnahmen oder interpretierten, das war falsch. That's why. Und deswegen. Science must grow more. Muss die Wissenschaft noch mehr wachsen. Also in future to check it out. What my books are saying. Auch in der Zukunft und müssen auch selber überprüfen, was meine Bücher sagen. And this is what was happening after 2060 and 80. Und dieser Anfang, das fand seinen Anfang im Jahre 2040 bis 2060. 2060 bis 2018. Our teaching was all over the world. Da war unsere Lehre dann über die ganze Welt verbreitet. And science started investigating. Und die Wissenschaft fing dann an, das zu untersuchen. Because I spoke many complications about God actually. Denn ich habe über viele komplizierte Prozesse über Gott gesprochen. And I'm the first one in human history. Und ich bin der Erste in der menschlichen Geschichte, who's speaking about this process actually. Der über diesen Prozess redet. And when science will investigate these things, und wenn die Wissenschaft das untersuchen wird, then truth gonna come out. Dann wird die Wissenschaft herauskommen. And that's why God said to me, und deswegen hat Gott auch zu mir gesagt, that's why I gave you this process. Er sagte, deswegen habe ich dir diese Prozesse gegeben oder offenbart. Because in future, weil in der Zukunft science will be surprised, actually. Wird die Wissenschaft überrascht sein. And they will be speechless. Und sie werden sprachlos sein. How one prophet, one Messiah could tell those details of God's process, actually. Wie ein Prophet, ein Messias, diese Details über Gottes Prozesse niederschreiben, herausfinden konnte, offenbaren konnte. So I say, science must progress more and bring human being out of backward religion actually. Ich sage also, die Wissenschaft muss noch viel weiter wachsen und die Menschheit aus diesem rückständigen Stadium herausholen. This is the only way. Das ist der einzige Weg. Because European society, denn die europäische Gesellschaft, America, die Amerikaner, New Zealand, die Neuseeländer, Australia, die Australier, this society thing doesn't go direct to heart actually. In dieser Gesellschaft gehen die Dinge nicht direkt zum Herzen. The European society, in der europäischen Gesellschaft, when they're reading one book, wenn sie ein Buch lesen, they're reading from here, dann lesen sie es erstmal von hier, then they try to understand, dann versuchen sie es zu verstehen, and then this realize. Und dann kommt diese Realisation. Then coming to heart. Wenn diese Realisation dann hier kommt, dann kommt sie zum Herzen. So it is a different process. Das sind also verschiedene Prozesse. All the prophet came from east. Die ganzen Propheten kamen aus dem Osten. And in the east. Und im Osten. When God was speaking to east, different prophet. Als Gott zu den Propheten aus den östlichen Gebieten sprach. East people take direct things here. Die Leute aus dem Osten haben die Dinge direkt hier aufgenommen. This is a good, but this is also complication.
Das ist zwar gut, aber auch das bringt deine eigenen Schwierigkeiten und Probleme mit sich. When you take from here, wenn du alles direkt hier aufnimmst, that's good to realize. Das ist gut zum Realisieren. But second step is, der zweite Schritt aber ist, if knowledge, wenn das Wissen do not bring you to observation, dich nicht Beobachtung machen lässt and do not bring you to experiences, und dich auch keine Erfahrungen machen lässt als nächstes, then you are fanatic. Dann bist du lediglich ein Fanatiker. That's what all Asian religions are fanatic. Und deswegen sind auch alle asiatischen Religionen fanatisch. Because weil they have no spiritual senses open. Weil ihre geistigen Sinne nicht geöffnet sind. So, look at. Until now, all the prophets came from East. Das heißt also, bis jetzt kamen alle Propheten aus dem Osten. Adam. Noah. Abraham. Moses. Jesus. Mohammed. Vor East Gautam Buddha. Aus dem fernen Osten Gautama Buddha. Krishna, Konfuzius, and all these Old Testament prophets, Daniel, Jesaja, Jeremiah, und auch diese ganzen Propheten des Alten Testamentes, Daniel, Jeremia, Jesaja, all came from there. Die kamen alle von dort. But this time, God giving opportunity to European people. Aber in dieser Zeit gibt Gott jetzt die Chance den Europäern. Because European people. Denn die Europäer. They never got this opportunity. Die haben nie diese Möglichkeit erhalten. So what God says? Was hat Gott also gesagt? Now sun gonna rise from west. Jetzt wird sich die Sonne aus dem Westen erheben. What does it mean? Was bedeutet das? What do you think? What does it mean? Ich frage euch, was bedeutet das? Jemand kann sein Mikrofon. Now the prophet will be coming from west means Germany and Europe prophets. Jetzt kommen die Propheten aus dem Westen, bedeutet aus Deutschland und Europa. But East people misunderstood. Aber die Leute aus dem Osten haben das missverstanden. They really took literally, die haben das Wort wörtlich genommen. The sun will rise from west. Die haben wirklich gedacht, dass die Sonne aus dem Westen aufsteigen wird. And will go down in east. Und dann im Osten untergeht. No. Nein. West means this opportunity is now in the hand of European. Wenn die Sonne aus dem Westen aufgeht, dann bedeutet das symbolisch, dass die Chance jetzt bei den Leuten aus dem Westen, den Europäern und den Deutschen liegen wird. But God has one problem. Aber Gott hat ein Problem. European people stuck right over there many times. Die Europäer bleiben oftmals hier stecken. And God speak direct to here. Aber Gott spricht direkt hier. So angel try, God try, they could not find prophet in Europe actually. Die Engel haben es also versucht. Und auch Gott, die haben nicht direkt in Europa hier einen Propheten gefunden. So there was a complication. What shall we do? Das war also jetzt das Problem. Was hätten sie tun sollen, wenn sie hier keinen Propheten finden? And God wants to give chance to Europeans. Aber Gott möchte gleichzeitig den Europäern eine Chance geben. And in same time, und gleichzeitig, the challenge was how Europeans get this blessing actually. War die Herausforderung auch, wie die Europäer diesen Segen bekommen. So, God started prophesying to different people. Gott fing deshalb an, zu verschiedenen Leuten Dinge zu prophezeien. For example, Nostradamus. Zum Beispiel Nostradamus. He speak about. Zu dem hat er gesprochen, oder der Nostradamus hat darüber gesprochen, that one man come from east, dass ein Mann aus dem Osten kommen wird, from Ismail family. Aus der Familie Ismails. I come from Ismail's family. Ich komme aus Ismails Familie. He will live long time in Europe. Und Nostradamus sagte weiter, er wird lange Zeit in Europa leben. But ignorance of Europe, they will not come to know him. Aber wegen der Ignoranz der Europäer werden sie ihn nicht kennenlernen. Near 2000. Und der Nähe des Jahres 2000. He will bring
In 2000 he will bring new teaching. Und im Jahr 2000 wird er eine neue Lehre herausbringen. Exactly 2000 our book came out. Und genau im Jahr 2000 kam unser Buch heraus. God will himself as a visible God. Gott offenbart sich der Menschheit als sichtbarer Gott. And then he say with this teaching there will be one world of God or there will be no world of God. Und er sagte, mit dieser Lehre wird es entweder eine Welt Gottes geben oder keine Welt. So prophesies was there. Das heißt also, die Prophezeiung war da. Like from Old Testament. So wie auch aus dem Alten Testament. God talking in Old Testament. Gott sprach im Alten Testament. I will bring someone Adler vom East. Ich werde einen Adler aus dem Osten bringen. So God is speaking. Gott spricht also. And I say and I will do it actually. Und Gott sagte weiterhin, ich werde das tun. I say. Du oder Gott? Gott sagt, ich sage und ich werde tun. Ah, Gott sagt, ich sage es und ich werde es tun. To Jesus. Durch Jesus hat er es gesagt. Nein. Wollte er es machen. He spoke Old Testament. I'm talking right now Old Testament. Achso, jetzt spreche ich gerade über das Alte Testament. Through Jesus. Durch Jesus. God know that now sun gonna rise in west. Gott wusste jetzt, dass die Sonne im Westen aufsteigen wird. Because Jesus did not fulfill the will of God. Weil Jesus hat den Willen Gottes nicht erfüllt. So what God did? Was hat Gott also getan? He brought Saulus in Europe. Er brachte Saulus nach Europa. And Gabriel used him. Und Gabriel hat ihn genutzt dafür. And Christianity took this teaching. Und das Christentum hat diese Lehre angenommen. This is all was preparing. Und all das wurde vorbereitet. That's why Jesus saying. Deswegen sagt Jesus auch, that he will never speak in symbol language with you. Dass er nicht nochmal in symbolischer Sprache mit euch reden wird. Simple language he will speak. Sondern der neue Messias wird in einer sehr einfachen Sprache sprechen. Jesus speak in symbol. Jesus selber hat aber immer in Symbolen gesprochen. Not in simple language. Nicht in einer einfachen Sprache. That's why Christianity don't understand. Deswegen hat das Christentum das auch nicht verstanden. And they're still waiting for Messiah jump from sky and they will. He will explain everything. Und sie warten immer noch auf den Messias, der vom Himmel herunterspringen soll. And he will explain everything. Und der dann alles erklären wird. It will not gonna happen. Das wird aber nicht passieren. But Muhammad was the number one man. Aber Muhammad war der Mann Nummer eins. Who says, this is the end of that prophet will come from East actually. Er sagt, es ist das Ende, dass weitere Propheten aus dem Osten kommen werden. Now prophet will come from West. Jetzt werden Propheten aus dem Westen kommen. But he spoke again symbol. Aber auch er hat wieder in Symbolen gesprochen. He says sun gonna rise from West. Er sagte, die Sonne wird aus dem Westen sich erheben. Now we are 6000 year history. Und jetzt haben wir eine Geschichte von 6000 Jahren hinter uns. And we are living in this present time. Und wir leben jetzt in dieser gegenwärtigen Zeit. Where? In dieser Zeit, in der when God did not found anybody in European, wenn Gott niemanden unter den Europäern gefunden hat, then heaven angel God sit down as a Versammlung, like a political Versammlung. Als, you know? Als Gott und die Engel niemanden aus Europa gefunden hatten, haben sie eine Versammlung abgehalten zusammen, wie im Parlament bei den Parteien. Wie Politik make Versammlung. So wie die Politiker auch Versammlungen machen. And God said, let's bring somebody from East and kick him so he come in Europe. Er sagte, lass uns jemanden aus dem Osten importieren, lass uns ihn nach in seinen Hintern treten nach Deutschland. Deutschland nicht, to bring in Europe. Um ihn nach Europa zu bringen. All European continental is chosen land from God. Die ganzen europäischen Länder sind alle auserwählt von Gott. Not only Germany. Nicht nur Deutschland. Germany is number one. Deutschland ist die Nummer eins. But he can be number six actually. Aber Deutschland kann auch schnell zur Nummer sechs werden.
if we don't follow the will of God. Wenn es nicht dem Willen Gottes folgt. This go very quick. Das kann sehr schnell gehen. There was a possibility to choose Holland. Es gab die Möglichkeit, dass auch Holland hätte auserwählt werden können. There was a many opportunity. Es gab viele Möglichkeiten. In Europe, which God wanted to choose. In Europa, die Länder, dass er sie hätte auserwählen können. But he chose Germany. Aber im Endeffekt wählte er dann Deutschland aus. But Europe only is a chosen land, actually. Aber in Europa sind alle Länder auserwählt. So before I came in Germany, bevor ich also nach Deutschland kam, I was living all European countries. Habe ich auch in all diesen europäischen Ländern gelebt. Holland. In Holland. Norway. In Norwegen. In Denmark. In Dänemark. Finnland. In Finnland. Belgium. In Belgien. Sweden. In Schweden. All my life I was living all these European country actually. Mein ganzes Leben lang habe ich in all diesen europäischen Ländern gelebt. So this whole Europe is a very special, chosen by God actually. Das heißt, ganz Europa ist besonders und auserwählt durch Gott. Then I came in Germany. Dann kam ich nach Deutschland. So I know Europe more than you. You are European, but I know Europe more than you actually. Ihr seid zwar Europäer, aber ich kenne Europa besser als ihr. I know Vienna. Ich kenne Austria, Vienna. Ich kenne Österreich, Wien. Like my hometown. So wie meine Heimatstadt. So Holland. So auch Holland. So Norway, so Denmark, so everywhere. So auch Norwegen, Dänemark, überall. And I know what the way these European think actually. Und ich weiß auch, wie die Europäer denken. So God brought me here. Und deswegen brachte Gott mich hierher. Now. Und jetzt. When God says sun gonna rise from west. Wenn Gott sagt, dass die Sonne sich aus dem Westen erheben wird. What God did first thing? Was ist das erste, was Gott getan hat? What do you think what God did first? Was glaubt ihr, was ist das erste, was Gott getan hat? Because all religion came from the east. Weil alle Religionen kamen aus dem Osten. So what do you think what God did first? Was, also wenn alle Religionen aus dem Osten kommen und die Sonne sich jetzt aus dem Westen erhebt, was bedeutet das? When I came, what do you think what God Als ich kam, what God did first? Was heißt das jetzt? What God did first? Was ist das erste, was Gott getan hat? Was God hat erst getan? He chose by himself a prophet. Wenn die Religion alle aus dem Osten kam und die Sonne jetzt aus dem Westen kommt, was ist das Erste, was Gott getan hat? Who was speaking? Der Simon. What you were saying, Simon? Dass er das erste Mal selber einen Prophet ausgewählt hat oder einen Prophet selber gebittet hat. That he chose a prophet by himself or he asked a prophet by himself. Also okay, nicht über die Engel. But this is not the answer. Aber das ist nicht die Antwort. Somebody else? Noch jemand? There are many good brains sitting here. Hier sitzen doch viele große Köpfe. Where is Hartmut? Wo ist Hartmut? Dr. Hartmut? After asking political question, he is gone. Nachdem er seine politische Frage gestellt hat, ist er verschwunden. Oh, he's still here. Zeit, du stellst aber auch immer schwere Fragen, das muss ich dir auch sagen. That's why I'm asking it. He said, right, you're always asking hard questions. Ja, aber deswegen frage ich dich, Hartmut. Who get me right answer in my pocket? I have a 5 euro. Ich weiß die richtige Antwort. No, you not. Ja, okay, der die richtige Antwort weiß, kriegt 5 Euro. And I'm coming in the seminar. You know? Und dann komme ich zum Seminar, ja? Yeah, and I will give you. Und die werde ich euch dann geben. So, when God sent me here, als Gott mich hierher schickte, sun rising from west, die Sonne erhebt sich erst aus dem Westen. What God did first? Was hat Gott als erstes getan? Als er dich schon gesandt hat, oder wie? Vielleicht nochmal mit Kontext, ja? Die Religion kam alle aus dem Osten. Jetzt erhebt sich die Sonne vom Westen. Was ist das Erste, was Gott getan hat? Die ersten Schriften sind im Westen veröffentlicht worden. Nee, was ist denn, wenn der Westen die Negation vom Osten ist? Dann hat er das Ende aller Religionen angekündigt. Ja. Wunderschön. Wow, das würde ich auch sagen, ja. Jetzt ist Elisa leider zu spät. Nicht schlimm, wir teilen uns das. Wow.
Jakob put viel Energie in meine Bücher. Ja, Jakob hat auch dreimal Hilfestellung gebraucht. Jakob put many of his energy into his books. All religion came from West, East. Ja, alle Religionen kamen aus dem Osten. God sent me in West. Gott hat mich nach zum Westen geschickt. So first thing what he did. Das erste, was er getan hat. All this constitution of all religion is finished. Er hat verkündet, dass das Ende aller Religionen gekommen ist. No more valid. Die sind nicht mehr gültig. That's what God did. Das ist, was Gott getan hat. It's a new constitution. Das ist eine neue Verfassung. With heart. Eine Verfassung des Herzens. Alle Verfassungen der Religion gelten nicht mehr. Jetzt kommt die Verfassung des Herzens. Now God want to communicate direct. Jetzt möchte Gott direkt mit uns kommunizieren. Everybody. Mit jedem. Not for only prophet. Nicht nur mit dem Propheten. And who opening this door? Und wer hat diese Tür geöffnet? Who are opening this door? Wer öffnet diese Tür? Yes. Das ist die richtige deutsche Sprache. Yeah. Who opening this door? Wer öffnet diese Türen? Ich frage euch. God is opening this door. Gott öffnet diese Türen, sagt er. Why God did not open before this door? Wenn Gott diese Türen öffnen sollte, warum hat er sie nicht schon davor geöffnet? Probably the time was not right. No, no, nein. That's not true. Nein, nein, das ist nicht now, wahr. Now people every are becoming... time Messiah comes. Jedes Mal, wenn ein Messias kommt. Time is always ready. Dann ist die Zeit immer bereit. Ja? No Messiah told them full stories and full pictures. Ah, Chata, that's okay. That's not the answer, okay? Chata, das ist nicht die Tür. Nicht die Antwort. Ja, Marion. Du öffnest die Tür. I open this door. Ich öffne diese Tür, richtig. Before me, who could open this door? Wer hätte vor mir diese Tür öffnen können? Who? Wer? Nobody. Jesus. 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 Yes. Weil Jesus ja auch direkt mit Gott zusammengearbeitet hat. Who could open before this door? Wer hätte davor diese Tür öffnen können? Moses. Adam. Moses. Ja. Abraham. Noah. Adam was the first Messiah. Adam war der erste Messias. They all got a chance. Sie alle haben die Chance bekommen. But here got a chance. Die Perser haben eine Chance bekommen. Hindu got a chance. Die Hindus haben eine Chance bekommen. Arabia got a chance. Die Araber haben eine Chance bekommen. Israelite got a chance. Die Israeliten haben eine Chance bekommen. They all got a equal chance. Die alle hatten die gleiche Chance. Why Jesus not revealing and he's saying, I know many things, but he don't reveal about God? Warum hat Jesus so viel gewusst, aber hat gesagt, dass er nichts weiteres über Gott offenbart? Wieso? Because human beings don't understand. Weil er sein eigenes Urteil gemacht hat und gesagt hat, dass die Menschen es nicht verstehen würden. Now I ask you a question. Jetzt frage ich euch. God call me as a Messiah. Gott hat mich als Messias gerufen. Shall I care about God or shall I care about religion or shall I care about mankind that they don't understand what I'm talking? Soll ich mich für Gott interessieren oder für die Menschheit, nach deren Meinung, dass ich dann nichts weiteres offenbar? Care about God. Care about nein, God. Nein, Ruhig, Chata. Gott hat mich ausgewählt. Gott hat mich auserwählt. Sollte ich kümmern, dass Menschen würde nicht verstehen? Da sollte ich mich darum kümmern, dass die Menschen es vielleicht nicht verstehen. Or shall I care about world opinion? Oder soll ich mich um die Meinung dieser Welt scheren? Or shall I care that German chosen nation don't understand? Oder soll ich mich darum scheren, dass die auserwählte deutsche Nation es nicht verstehen würde? Or shall I represent my most beloved heavenly God? Oder soll ich einfach nur meinen meistgeliebten himmlischen Gott repräsentieren? So tell me honestly. Sagt mir ganz ehrlich. In this case, what was Jesus
first responsibility? In diesem Fall, was war Jesus' erste Verantwortung? To present the God. Gott zu repräsentieren. Not mankind. Nicht die Menschheit. Not the chosen nation. Nicht die auserwählte Nation. He should care what God thinks. Er sollte sich nur dafür interessieren, was Gott sagt. And for this he should live. Und dafür sollte er leben. How the history will change? Wie wird sich die Geschichte ändern? I'm responsible. Wie sich die Geschichte verändert, bin ich dafür verantwortlich? Give me the answer. Gib mir die Antwort. No, you are not responsible for their. Nein, du bist nicht for their deeds, for their wrong deeds. So who is responsible for the future? Wer ist also verantwortlich für die Zukunft? Wir selber. Nein. Okay. Mankind. Die Menschheit hat Assam gesagt. Okay, one more time. Noch einmal. God said to me very beginning. Gott hat zu mir ganz am Anfang gesagt. What you heard? Das, was du gehört hast. What you saw? Was du gesehen hast. What is your journey with me? Die Reisen, die du mit mir angetreten bist. What all the experience eternal life? All die Erfahrungen im ewigen Leben, die du gemacht hast. If you share the way I speak. Wenn du sie so teilst, wie ich sie dir offenbart habe, gesprochen habe. I will move the future for you. Dann werde ich die Zukunft für dich bewegen. You got it? Habt ihr es verstanden? I done my job. Ich habe meinen Job getan. Germany did not do his job. Deutschland hat seinen Job nicht getan. Religion came against me. Die Religion kam gegen mich. World is against me. Die Welt ist gegen mich. Even in Germany I'm a known person with many bad titles. In Deutschland bin ich sogar bekannt unter vielen schlechten Titeln. But God said, I'm happy with you. Aber Gott sagte zu mir, ich bin glücklich mit dir. I heard the voice of God. Ich habe die Stimme Gottes gehört. That's it. Und das war's. Zugehört. If you're in the boxing, wenn ihr zum Beispiel Boxer seid, 20.000 people are giving you different advices. They are full of noise. Dann sind im Stadion 20.000 Leute, da ist so viel Lärm und alle von denen sagen, oh, du sollst so boxen, so boxen, so boxen. You're gonna hear only your trainer. Aber als Boxer hört ihr nur die Stimme eures Trainers zu. Nothing more. Nichts anderem. So God is happy. Das heißt, Gott ist also glücklich. What God saying? Was hat Gott gesagt? I will change future for you. Ich werde die Zukunft für dich ändern. So who is responsible now for the future that our teaching gonna spread and mankind gonna have a living relationship? Wer ist also jetzt dafür verantwortlich, dass sich in der Zukunft unsere Lehre ausbreitet und die Menschheit das kennenlernt? My heart. God is responsible. God is responsible. Gott ist verantwortlich. Now God is responsible. Ja, jetzt ist Gott verantwortlich. I done my job. Ich habe meinen Job erledigt. 5%. 5% der Verantwortung. But fulfill the 5% mission. Aber diese 5% der Verantwortung für die Mission zu erfüllen. You need 100% effort. Dafür braucht ihr 100% eurer Mühen. God always fulfill his 95%. Und Gott erfüllt immer seine 95% der Verantwortung, die er erfüllen muss. So, God says after 80 years. Und Gott hat gesagt, nach 80 Jahren. Future will change and democracy will in color in the love of God. Wird sich die Zukunft ändern und die Demokratie wird gefärbt sein in der Liebe Gottes. So new century. Das heißt im neuen Jahrhundert. Century of God. Im Jahrhundert Gottes. I cannot do it. Da kann ich es selber nicht schaffen. I'm gone. Ich bin da ja weg. Maybe 2040 before I'm gone, maybe. Vielleicht bin ich schon vor 2040 weg. But God is happy with me. Aber Gott ist glücklich mit mir. But now we have another problem. Aber jetzt haben wir wieder ein anderes Problem. Germany has not fulfilled their responsibility. Deutschland hat seine Verantwortung nicht erfüllt. Europe also not. Europa auch nicht. So what gonna be happen in this 80 years? Was wird also in diesen 80 Jahren passieren? There can be happen many things actually. Es können viele Dinge passieren. I'm responsible for this. Bin ich aber dafür verantwortlich?
No. Nein. So if Europe has to pay some blood prices. Wenn also Europa einen Blutpreis bezahlen muss. Who is responsible? Wer ist verantwortlich? Der Schöpfer. Nein. Nein, Hartmut. Nein, weil Schöpfer. Warum sollte der Schöpfer dafür? Schöpfer sent me and I did everything. Der Schöpfer hat mich geschickt und hat doch alles getan. Die Menschen. Der Schöpfer hat gesagt, kümmert euch nicht um das Ergebnis. Dafür bin ich verantwortlich. Nein. Und dass du die 5% bringen sollst, das ist eine Herkulesaufgabe, weil hier im Westen die ganzen Religionen verankert sind. Hartmut, es geht um den Blutpreis, es geht um die negativen Auswirkungen. God sent me to Germany. Gott hat mich nach Deutschland geschickt. And Europe. Und nach Europa. I fulfill my all life what God was asking. Ich habe mein ganzes Leben das getan, was Gott mich gebeten und gefragt hat. I ask you differently. Und ich frage euch noch mal anders, so you will understand. Damit ihr es versteht. When Jesus was carrying his cross, als Jesus sein Kreuz trug, his feet was shaking. Da zitterten seine Beine. And he fell. Und er fiel hin. Many good Jewish women and men, viele gute jüdische Frauen und Männer, they cry, haben geweint. Few. Nur ein paar von denen. Who was believing in Jesus. Und zwar die, die an Jesus glaubten. Jesus said, don't cry for me. Jesus sagte, weint nicht über mich. Weint, cry for your nation, actually. Weint um eure Nation. And for you. Und für euch selber. Because then when green tree was cut, als der grüne Baum geschnitten wurde, gefällt wurde, what gonna happen to you? Wenn der grüne Baum gefällt wird, was wird dann erst mit euch passieren? And then Jesus said, no stone gonna left in Jerusalem. Und dann sagte Jesus, kein Stein wird mehr auf den anderen bleiben in Jerusalem. It mean? Das bedeutet. Jesus did not fulfill. Jesus hat das nicht erfüllt. And Jews brought him to the cross. Und die Juden haben ihn ans Kreuz gebracht. So both pay prices. Das heißt, beide Seiten müssen einen Preis bezahlen. God is happy with me. Gott ist glücklich mit mir. German did not fulfill their responsibility. Die Deutschen haben ihre Verantwortung nicht erfüllt. And Europe also not. Und die Europäer auch nicht. So if some trouble begin in this 80 year when they have to pay prices for their blood, wenn also in diesen 80 Jahren die Europäer oder die Deutschen die Preise mit ihrem Blut bezahlen müssen, this is they, because they, Germany did not fulfill their responsibility, dann ist das ihre Verantwortung, der Deutschen und der Europäer, wenn die Deutschen oder die Europäer Blutpreis bezahlen because müssen. God sent me here. Weil das ist ihr Teil der Verantwortung. Gott hat mich hierher geschickt. Now what God saying? Was hat Gott also jetzt gesagt? Which I cannot do it. Das, was ich nicht tun kann. Because I will die early. Weil ich ja früher sterben werde. But God gave me one plan and he told me what gonna happen to Europe actually. Gott hat mir einen Plan gegeben und hat mir gesagt, was mit den Europäern passieren wird. I repeat you again, but you heard many times. Den wiederhole ich noch mal jetzt für euch, aber ihr habt schon ganz viele Male den von mir gehört. 2021, 2040, bis 2040, there will be revolution of mind. Wird es eine Revolution des Verstandes geben? How many people heard before? Wie viele haben das davor gehört? Ja. So, what gonna be happen in this time period? Was wird in dieser Zeitperiode passieren? Revolution of mind. In dieser Revolution des Verstandes. What will be happen in this time period? Was wird in dieser Zeitperiode passieren? Okay, I ask you other way. What is the mean revolution for you? Ich frage euch nochmal. Okay, jetzt mal Stück für Stück. Was bedeutet Revolution? There can be a bloody revolution, bloody. Nein. Okay, blutige Revolution. Ja. Revolution is not a piece of cake. Ja, also eine Revolution ist etwas nicht ganz einfach handhabbares. Es ist kein einfacher Prozess, der stattfindet.
So what will be result in this 21 to 2040? Was ist also das Ergebnis von 2021 bis 2040? Was wird da passieren? Revolution. Also, ich würde sagen, der Verstand bekommt nun eine neue Grundlage, und zwar das wahre Denken in Gott. She said, mind will get a new foundation, that is the true thinking in God. God will come at the mountain in Germany. Yes, Asim. This God will come. God will come in the mountain and he will show himself to Germany. No, Chata. No. Chata, okay. That's nicht. You don't understand my question right now. We are talking about mind, not about God coming to a mountain. Yes. We're talking about revolution. What kind of revolution is this? Ja, was für eine Revolution ist das? Mind revolution. Ich würde sagen. Ja, Dennis. Ich würde sagen, dass sich deine Botschaft verbreitet. Ja, genau. Die Bücher, die du geschrieben hast, immer mehr Menschen sie lesen, immer mehr Menschen sie vielleicht auch verstehen und dadurch sich vielleicht auch eine ganze Menge ändert. He said, your teaching, your books will spread and through that many things will change. Yes, but ja. But what is the mind revolution? Aber ich frage, das sind alle die Prozesse drumherum. Ich frage euch, was bedeutet eine Revolution des Verstandes? People will, can I say something? Ja. Yeah. People will realize that all the religions could not do anything for them and they will get tired and they will pay attention towards your teaching. This come 2000 after 2040. Das kommt nach 2014. Dürfte ich auch? Ja. Wenn ich mich recht erinnere, war es so, dass die Leute langsam unzufrieden mit den Gegebenheiten werden, also mit der Politik, mit dem System. Und right. Diese werden sie dann erst fundamental verändern. Beautiful. Yes, beautiful. Wonderful, Jakob. He said, people will become more and more unhappy with the current system, with politics, with the current situation. And then with media or with all these things. Mit den Medien. Misuse. Mit den Medien und mit all den anderen Sachen. People will lose their trust. Die Leute werden ihr Vertrauen verlieren. And they want to have mind revolution, something new and better system. Und die wollen eine Revolution des Verstandes haben, weil sie ein besseres System dann haben wollen. So what will be happen until 2030? Was wird also dann passieren bis 2014? Politics will exist. Die Politik wird weiterhin existieren. But new revolution means they will represent mankind. Aber diese neue Revolution wird bedeuten, dass die Politiker dann die Menschheit repräsentieren werden. Not their own parties. Nicht ihre eigenen Parteien. What happened in media? Was passiert in den Medien? Until now, media is conscience for the nation. Bis jetzt sind die Medien das Gewissen der Nation. You think they have a good conscience? Aber glaubt ihr, die Medien haben ein gutes Gewissen? Nein, not really. This will change. Das wird sich ändern. So people will not accept this current system the way Jakob said. Das heißt, die Leute werden das gegenwärtige System nicht akzeptieren, so wie Jakob es gesagt hat. Many changing they want. Viel Veränderung wollen sie. So until 2040, many struggle will take place, which will people say, no trust for this system actually. Bis 2040 werden also viele Dinge passieren, wo die Leute also dann kein Vertrauen mehr in dieses System haben. So new system of mind can arise. Das heißt, ein neues System des Verstandes wird sich dann erheben. What will happen 2040 to 2060? Was wird von 2040 bis 2060 passieren? Nee, now here we talk. Jetzt sprechen wir hier darüber. I'm not here. Ich bin nicht mehr hier. But now God will take the steering in his own hand because he is happy with me. Jetzt wird Gott dann diese Steuer in deine Hand nehmen, weil er glücklich mit mir ist. And heaven. Und auch die Himmel. What gonna happen 2040 to 2060? Was wird 2040 bis 2060 passieren? God will bring his kingdom. Ah, Chata.
Everything I say, God will come, God will bring his kingdom, you know. Nicht jede, es kann nicht jede Antwort sein, dass das ein König ist. People will be frustrated with their false religion beliefs and they will look for the truth. Wunderschön. Wonderful. Er hat gesagt, die Leute werden frustriert sein mit dem religiösen Glauben, Dogma und werden davon Abschied nehmen. It mean? Das bedeutet, 2040 to 2060, what kind of revolution is? Von 2040 bis 2060 haben wir was für eine Revolution? Revolution of? Religious revolution. Religious revolution. Nein. Bewusstsein. Consciousness. Consciousness. Eine Revolution des Bewusstseins. Richtig. Wenn wir erst eine des Verstandes gehabt haben, dann eine des Bewusstseins. First time Mary is right. Zum ersten Mal hat Mary recht. Revolution of awareness. Eine Revolution des Bewusstseins. Awareness mean? Bewusstsein bedeutet? Religion cannot give something else than blind belief. Dass Religion nichts anderes als blinden Glauben geben kann. So, what kind of revolution gonna take this? Was für eine Revolution wird also dann passieren? We have it in the past. Das hatten wir schon in der Vergangenheit. Enlightenment in Europe. Eine Erleuchtung in Europa. There was a revolution of technology. Die Aufklärung in Europa war auch gleichzeitig eine Revolution der Technologie. Experiment, reason, we believe actually. An Experimente und Gründe haben wir dann geglaubt. We believe it. In die haben wir dann geglaubt. But this awareness revolution. Aber an diese Revolution des Verstandes, des Bewusstseins. Bewusstsein. Des Bewusstseins. What does it mean? Was bedeutet das? 2040 to 2060. Von 2040 bis 2016. Was bedeutet das? Meine Frage an euch. Tell me honestly, how many times I give lecture for this? Sag mir ganz ehrlich, wie viele Mal habe ich Vorträge darüber gegeben? People will finally come towards your teaching. Die Leute werden dann zu deiner Lehre kommen. No, but first people will do something else. Aber zuerst werden die Leute etwas anderes tun. What do you think, what will be this? Was glaubt ihr, werden die Leute zuerst tun? Also sie werden auf der wissenschaftlichen Ebene sich weiterentwickeln, nach der Wahrheit suchen. Nein. They search for the truth. Nein. Experimenten. Oh. Oh. Okay. What do you think? Was glaubt ihr? This revolution gonna be not for the truth. Diese Revolution wird dann nicht wegen der nicht um die Wahrheit sein. Not for the belief. Nicht um den Glauben. So what will be the revolution? Was wird also dann die Revolution sein? Belief. Bitte. Vielleicht ethische Vorstellung, also Gewissen, andere Gesellschaften. Nee. Awareness revolution. Die Revolution des Bewusstseins. And religion, they will condemn. Die Religion, die werden dann Abschied nehmen. So what will be revolution then? Was wird also dann für eine Revolution stattfinden? Der Spiritualität. Spirituality. Yes, a revolution of spirituality. Eine Revolution der Spiritualität. Who was he? Julian. Wunderschön. Wunderschön, Julian. They will say, like they were saying in enlightenment time. Die werden sagen, so gleichzeitig wie in der Zeit der Aufklärung. We want to observe. Wo sie sagen, wir wollen jetzt Beobachtung machen. We want to experience. Wir wollen Dinge erfahren. And this point, who gonna help? Und an diesem Punkt wird wer helfen? Huh? Wer? Meine Frage an euch. Please. Bitte. Deine Bücher. My books, not a God. Elizabeth, thank God. My books will be helped. Ich habe Elisabeths Lippen gelesen. Sie hat gesagt, Gott, aber das meine ist richtig. Bücher werden helfen. Aber Gott hat durch dich diese Bücher geschreiben lassen. Also das ist dann für mich auch Gott. Nee, aber without my revealing, God cannot do anything. Ohne meine Bücher und ohne dass ich offenbart habe, hätte Gott gar nichts tun können. Jesus did not do it. Jesus hat es nicht getan.
So what God could do. Was hätte also Gott tun können? Wir können nicht im Rückgriff einfach auf Gott machen, Elisabeth. God was making promise, if you will do what I say, then I can do. Gott hat mir versprochen, wenn du tust, was ich dir sage, dann wird diese Welt kommen. Not before. Nicht davor. So then our teaching gonna be the key for all mankind. Dann noch mal bitte. Then our teaching will be for all mankind. Dann wird unsere Lehre für die ganze Menschheit sein. It already happening or not? Ist das bereits passiert oder nicht? I ask you one question. Ich frage euch diese Frage. It's happening, but it's slow pace. Slow pace. But it's happening. Es passiert, aber sehr langsam. But fabric, this company producing a limited way, but it's happening. So wie eine Firma Dinge in einer gewissen Menge drucken können, maximal, aber es kommt weiter. Das passiert weniger, like a company produce one example, yes? So wie eine Firma Produkte produziert? Das passiert in the world weniger, wie die Firma produziert eine Vorstellung. Ja, das passiert weniger, als wenn eine Firma eine Vorstellung produziert. Ja, eine neue Innovation von einer Firma, am Anfang produziert man davon wenig und dann wird es immer mehr mit der Zeit. Very good. Ein Prototyp. Wunderbar. Next week maybe Moses, one day we give him chance. Ja. Jakob, nächstes Mal you have a chance. Ja, Jakob, nächstes Mal hast du die Chance. Also in Seminar. Auch beim Seminar. So. Today you showed your qualification. So, I came in Germany. Ich kam also nach Deutschland. But all over the world, through my books, people meeting God. Aber durch meine Bücher treffen die Leute jetzt Gott. It is true, Prophet Atta. Ist das wahr, Prophet Atta? This is true, Prophet. That is true. Yes. Ja, auch Suratschkan hat ja gesagt. They are meeting. Ja, sie treffen Gott. So 2040 to 2060. Von 2040 bis 2060. My foundation, God can use it. Meine Grundlage kann Gott dann nutzen. Because this foundation I lay. Denn diese Grundlage habe ich gelegt. Jesus was saying. Jesus hat gesagt. Nobody know God but only I. Niemand kennt Gott außer ich. Then why you don't reveal? Aber die Frage ist, warum hat Jesus dann nicht offenbart? That's a question. Das ist die Frage. Then God could not use anything. Dann hätte Gott ja niemanden nutzen können. And the religion came out again. Und dann kam wieder die Religion raus. So God said, your foundation, your blessing, I will now have in my hand actually. Gott hat gesagt, deine Grundlage, dein Segen, den habe ich jetzt in meiner Hand. 2040 to 2060. Von 2040 bis 2060. Revolution of spirituality. Gibt es eine Revolution der Spiritualität? Not for the truth. Nicht der Wahrheit. I came for the truth or I came to reveal God's heart. Kam ich für die Wahrheit oder kam ich, um Gottes Herz offenbaren, zu repräsentieren? Zu Tell offenbaren. Me. God's heart. Huh? Gottes Herz. God heart. Gottes Herz. Prophet were revealing God heart or they revealed truth? Haben die Propheten Gottes Herz repräsentiert oder Wahrheit? God heart. They were not presenting anything in reality. In Realität haben sie rein gar nichts repräsentiert. But they revealed what angels revealed the truth actually. Aber sie haben offenbart, was die Engel ihnen an Wahrheit offenbart haben. It doesn't matter. They revealed some kind of truth. Relatives. Relative Wahrheit. 2040 to 2060, spiritual revolution. Von 2040 bis 2060 werden wir eine spirituelle Revolution Our books haben. Gonna be all over the world. Unsere Bücher werden in der ganzen Welt sein. And people was meeting God. Und die Leute haben Gott getroffen. And they each country they have many, many, many thousand prophets.
Und in jedem Land hatten sie dann viele und viele von Tausenden von Propheten. You think one prophet is enough to take care of one nation? Glaubt ihr, ein Prophet ist genug, um sich um eine Nation zu kümmern? But there were so many prophets all over the world. Ein Prophet kann genug sein, um sich um eine Nation zu kümmern. Aber es gab so viele Propheten auf der ganzen Welt. 2060, they make a prophet festival. 2060 haben sie dann ein Prophetenfestival eingeführt. 2040 to 2060. Von 2040 bis 2060. What do you think, how many prophets came together? Was glaubt ihr, wie viele Propheten kamen dann zusammen? Jemand? Eine Frage an euch? Du hast es schon mal gesagt, aber ich meine, es wäre über 1 Million gewesen. Over a million? Million prophet came together. Millionen von Propheten kamen zusammen. And they came prophet because of our? Und die wurden zu Propheten wegen unserer, was? Teachings. Lehre, genau. Teachings. So this was a revolution of spiritual revolution. Das war also eine Revolution der spirituellen Revolution. Awareness. Eine, das Bewusstsein. And 2060 to 2080. Und 2060 bis 2080. What happened then? Was haben wir dann? Halleluja. Revolution of conscious, also Gewissen. Nein. Nein. The promised world of God will be here. Die versprochene Welt Gottes. Very right. Yeah. Very right. Very right. Somebody else. Noch jemand anderes? Revolution der Liebe, Emotion. Is that revolution of heart or emotion? Emotion. Revolution of emotion, but revolution of also conscience. Eine Revolution des Herzens, aber auch eine Revolution des Gewissens. 50-50. 2060-2080. Von 2060 bis 2018. What does mean this? Was bedeutet das? What does mean this? Was bedeutet das? Is it a bit complicated for your mind? Ist das etwas, ist das ein bisschen kompliziert für euren Verstand? What will be? Was wird dann sein? Ja, durch deine. Ja? Ja, Mary. Ja, also durch deine Bücher verändert sich auch die Verhaltensweise. Also dass man halt das Gewissen ändert sich, man versteht vieles anders und vor allem auch die Politik oder also es gibt wahrscheinlich keine Politik mehr, aber es wird vieles durchs Herz gesehen, also durch die Emotionen. 2060 to 2080 gonna be. Von 2060 bis 2080 Democracy wird die Demokratie will become wird emotional and spiritual emotional und spirituell werden and it will be slowly start coloring in God love actually und Stück für Stück wird es anfangen sich in Gottes Liebe zu färben. 2080 End of the century, what going to be happen? Von 2080 bis zum Ende dieses Jahrhunderts, was wird da passieren? Last thing. Die letzte Sache. And God explaining me this. Und Gott hat mir das erklärt. God say, alte Knacke, du wolltest nicht sein da, aber I tell you everything. Er hat gesagt, alter Knacker, du wirst dann nicht mehr da sein, aber ich werde da sein. What will happen? Was wird dann passieren? 2000 of century? 2080 bis zum Ende des Jahrhunderts 2200. Who give me answer? I have a $5 in my left pocket. 2100. Wer mir die Antwort drauf gibt, ich habe 5 Euro in meiner Tasche. No, now $5. Jetzt habe ich $5 in meiner Hand. Wegen Inflation sind die ja mehr wert. Sayed Malud von America will be son. Sayed Malud from America will pay. Yes, Ultimately, the promised land of God, a promised world of God will come. Die versprochene Erde, er meint das Königreich Gottes wird dann kommen. Who said this? Wer hat das gesagt? Der Gott, was hat er, wie heißt er? Gott? No, God is our final destination. Nee, that's okay. No, his name is God's our final destination. Who said this? Sayyid Malusab. Sayyid Malusab. Sayyid Malusab, okay.
Yes. Yes, that's true. God's promise will become true. Ja, er hat recht. Gottes Versprechen wird wahr werden. But two special sentences there. Aber es gibt noch zwei besondere Sätze. Which Elizabeth talk all the time. Über die Elisabeth die ganze Zeit redet. What will be? Biolan. Malnumwitz. Was wird dann sein? Dass wir die Natur wieder ehren und achten. Ich finde die richtigen Worte nicht dafür, was ich eigentlich sagen möchte. Okay, 2080, what Sayyid Malouk said. 2080, was Sayyid Malouk gesagt hat. Promise of God. Das Versprechen Gottes. Coming true. Wird wahr. But 2080 and end of the century. What will be? Von 2080 bis zum Ende des Jahrhunderts, was wird da sein? Die eine Weltfamilie. Bitte? She said the one world family. One world family. Die eine Weltfamilie. Who was saying this? Ich glaube Alan. Alan, give the Alan München. Silvana has said this also. Oh, sorry. Take the glory back. You know? Yeah. No, both. We both get it. Oh, yes. Silvana, die bald in Deutschland sein wird. Yeah, very good. One family. Die eine Weltfamilie. Centered on God. Ausgerichtet auf Gott. That's what God really. Das ist, was Gott offenbart. But all things gonna be happen. Aber all diese Dinge werden passieren. I fulfill my promise to God. Und ich habe mein Versprechen mit Gott dann erfüllt. And God said, now I will fulfill my promise. Und jetzt hat Gott gesagt, werde ich mein Versprechen erfüllen. Now one more time. Jetzt noch einmal. 2021-2040. Von 2021 bis 2040. 2040 to 2060 revolution. 2040 bis 2060 die Revolution. 2060 to 2080. Von 2060 bis 2080. On this revolution, many things can happen. In all diesen Revolutionen können viele Dinge passieren. Maybe European prices. Vielleicht werden die Europäer Preise bezahlen müssen. Like a Martin Luther King. So Martin Luther's 1517 Reformation. So wie auch Martin Luther 1517. 17. 1517. Yeah, you are theology student. 1517 Reformation. Ja, du bist ja Theologiestudent. Yes. So, but God said you are not responsible for this. Aber Gott hat gesagt, du bist nicht dafür verantwortlich. But in the end. Aber am Ende. All this 20-year revelation. All diese Revolutionen, die im Abstand von 20 Jahren stattfinden. It is a very quick process. Das sind sehr schnelle Prozesse. Now let's say what God said. Jetzt lass uns mal sehen, was Gott sagt. Be aware of what I'm saying. Seid jetzt ganz bewusst, was Gott sagt. God say, if you would not fulfill as a Messiah your responsibility. Gott sagt, hättest du nicht deine Verantwortung als Messias erfüllt. 40,000 mankind suffering and pain will be continued. Dann wären für 40,000 Jahre das Leid und der Schmerz der Menschheit weitergegangen. Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? How much I have handbrake for the providence of God. Wie sehr ich die Handbremse gezogen habe für das Leid der Menschheit, also Handbremse und die Vorsehung Gottes vorangebracht habe. 100 years later people will come. 100 Jahre später werden die Leute das kennenlernen. And nuclear. Und noch klarer wird es. Nuclear weapon, nicht klarer. Nuclear weapon. Ach so, und die nuklearen Waffen. Who gonna stop this thing? Wer wird diese Sache stoppen? One family. Die eine Weltfamilie. They're gonna stop this thing. Die werden das stoppen. One God family world. They're gonna say no more. Die werden nichts mehr sagen. It means Nostradamus was right. Die sagen, und das bedeutet, dass Nostradamus recht hat. If one world of God would be no more destruction of this world. Wenn die eine Welt Gottes kommt, dann gibt es keine Zerstörung mehr der Welt. And this will be our one family world. Und das wird dann unsere eine Weltfamilie sein. Who will rule this world and who will stop nuclear weapon activity? Die diese Welt regieren wird und die nuklearen Waffen stoppen wird. One question left. Noch eine Frage bleibt. If nuclear can use in this time period? Wird Atomkraft in dieser Zeit genutzt werden? I ask. Das frage ich euch.
Is possibility there? Ist da die Möglichkeit dafür da? Ja, die werden das aber auch mit Gewissen benutzen und für gute Zwecke. Ja, der würde Energie. Ich meine Atomenergie in Form der Waffen. Nee. What think people? Was glaubt ihr? Please. Bitte? Tell me. Sagt es mir. I ask Angel. Ich habe die Engel gefragt. I ask heaven. Ich habe die Himmel gefragt. I ask God. Ich habe Gott gefragt. They give me same one answer. Die haben mir alle eine Antwort gegeben. Now first I ask you, this can be used? Erst frage ich euch, werden die benutzt werden können? Kann man die benutzen? Some part of the world? In irgendeinem Teil der Welt? Please give me the answer. Hartmut, Diethelm, anybody, give me the answer. Hartmut, Diethelm, irgendjemand, gib mir eine Antwort. Du hast immer gesagt, entweder wird es eine Welt geben oder keine Welt. Und da du die Welt gesehen hast, wie sie weiter existiert, wird meiner Meinung nach die Atomkraft nicht die Welt zerstören. I'm asking if this destruction of atom bomb can be used someplace in the world. Nein, ich frage, ob die Atomwaffen irgendwo in dieser Welt benutzt werden können. Irgendwo. Ja, natürlich. Die haben ja alle Atomwaffen. What do you think, Dieter? Dieter, was glaubst du? Benutzt werden können sie, aber sie werden nicht intakt sein. Ich denke, sie sind bereits entwertet. They don't have any power then anymore. So grob. In this 100 years. In diesen 100 Jahren. Angels say, heavens say, God say. Sagen die Himmel, sagt Gott. It is possibility that Asia, someplace, they will use it. In es gibt irgendwo die Möglichkeit, dass in 100 Jahren die in Asien irgendwo diese Atomwaffen genutzt werden. Asia. In Asien, ja. Or someplace in Europe. Oder irgendwo in Europa. But. Aber. It gonna be stopped very quickly that this world do not come in destruction. Aber das wird sehr schnell gestoppt werden, damit nicht die ganze Welt zerstört werden wird. But it can be used. Aber es kann genutzt werden. Könnte genutzt can werden. Can be North Korea? Kann sein in Nordkorea. Can be India, Pakistan? Kann sein in Indien oder Pakistan. They are very unresponsible people. Das sind sehr unverantwortliche Menschen dort. So they will try to use. Die werden also versuchen, das zu benutzen. But very quickly, world gonna be this power and mankind will come out and they will have to stop this. Aber sehr schnell werden die Mächte dieser Welt das stoppen. Palestine can use even small atom bomb to Israelis. Selbst die Palästina können diese kleinen Atombomben nutzen für die Israelis. Very small, limited places can happen. An sehr kleinen, begrenzten Orten kann das passieren. But this can be the not a world destruction. Aber eine Weltzerstörung wird nicht stattfinden. But many people can be die. Aber viele Menschen können sterben. I pray. Ich bete natürlich. This don't take place. Dass das nicht passiert. Until 2000, until the end of the century. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts. So, now I come back to my. Jetzt komme ich zurück zu meinem Thema. My journey. Jetzt komme ich zurück zu meinen Reisen. 19 beings came and they said, come with us. Die 19 Wesen kamen zu mir und sagten, komm mit uns. So I fly. Und deswegen bin ich dann geflogen. And we enter in vertical heaven. Und wir haben dann den vertikalen Himmel betreten. We landed. Wir landeten dort. And at this point, und an diesem Punkt, 19 beings say, God created countless new heaven. Sagten sie, Gott hat zahllose Himmel erschaffen. And God wants you make opening. Und Gott möchte, dass du sie eröffnest. Also öffnest. But it's a long story, but I make it short. Das ist zwar eine lange Geschichte gewesen, aber ich werde sie jetzt kurz machen. I says, but God is not here. Aber ich sagte, Gott ist aber nicht hier. They say yes, but don't worry, you just open this new heaven
Ja, sie sagt aber zu mir, ja, das ist wahr, aber mach dir keinen Kopf darüber. Eröffne jetzt diesen neuen Himmel, schneid dieses, sozusagen dieses Band durch. Weißt du? I say, I will not do it. Aber ich habe gesagt, ich werde das nicht tun. And I will not go this mysterious new heaven. Und ich werde nicht in diesen mysteriösen neuen Himmel gehen. They say to me, sie sagten zu mir, you remember? Erinnerst du dich daran? God say you take our advice, then you will not make any mistakes. Gott sagte zu dir, wenn du unseren Rat annimmst, dann wirst du keine Fehler machen. And now you are not doing what we say. Aber jetzt tust du nicht, was wir dir sagen. And we asking you. Und wir bitten dich darum. I said it's true what you are saying. Und ich sagte, ja, das ist wahr, was ihr sagt. But God also gave me authority that I also can say no to you. Actually. Aber Gott hat mir auch die Autorität gegeben, dass ich zu euch Nein sagen kann. But God was saying, so long I take your advices. Gott hat gesagt, solange ich eure Ratschläge annehme, I will not make a mistake. Werde ich keine Fehler machen. But now I want to ask you one question. Aber jetzt möchte ich euch eine Frage stellen. God was saying there was a God. Gott sagte, wenn es God was saying there was a first God. Gott sagte, zuerst gab es Gott. Then 19 beings. Dann die 19 Wesen. And then I came. Und dann kam ich, also Sahid. And then God say we are complete. Und dann sagte Gott zu mir, jetzt sind wir komplett. We are transcend the heaven actually. Wir stehen über den Himmeln. And we are complete. Und wir sind komplett. But here we are not complete. Aber sind wir hier nicht mehr komplett? We are one missing here. Einer fehlt hier. And this is a God. Und das ist Gott. So if we are not complete, how we can go further? Wenn wir also nicht komplett sind, wie können wir weiter vorangehen? Now they were looking each other. Jetzt schauten sie sich gegenseitig an. And they don't know what to say. Ah. Die 19 Wesen schauten sich an, weil wir waren ja nur 20, aber Gott sagte, erst wenn wir diese 21 sind, dann sind wir komplett. Und ich sagte, einer fehlt, und zwar Gott. 19 weeks, so what you want now? Und die 19 Wesen sagten jetzt, was möchtest du jetzt? I say, I go back. Ich sagte, ich gehe jetzt zurück. When we are complete, then I go with God. Und wenn wir zusammen sind, dann gehe ich mit Gott. In this point, und an diesem Punkt, we all saw universal light was coming. Sahen wir alle, wie das universelle Licht kam. Golden and crystal blue. Das goldene und kristallblaue Licht. When God's light is coming, wenn Gottes Licht kommt, this creation looked like a one small ball actually. Dann sieht diese Schöpfung aus wie ein kleiner Ball oder eine kleine Tasse. Like a God's light, universal light. Can follow the whole eternal life. Actually. Gottes universelles Licht ist, kann die ganze Ewigkeit verschlucken. And then slowly, slowly, light was coming less and less. Und Stück für Stück wurde das Licht weniger und weniger. And God came out. Und Gott kam daraus. God cooled down his light. Gott kühlte sein Licht ab. Ist so langweilig. Nein. Yeah, but then put concentration. Yes. Yeah? 2 hours you can't. God came out. Gott kam heraus. God said, but I was telling you. Gott sagte, aber ich habe dir gesagt, that you follow this 19 being. Dass du diesen 19 Wesen folgen sollst. I say, I have my argument. Ich habe gesagt, ich habe meine Argumente. We was not complete. Und wir waren nicht zusammen. So the new heaven, we are not complete and I will not go. Das heißt, wenn wir in den neuen Himmel nicht zusammen sind, werde ich dort auch nicht reingehen. Now Heavenly Father and 19 beings look at each other. Jetzt schauten sich der himmlische Vater und die 19 Wesen gegenseitig an. And God asked 19 beings. Und Gott fragte die 19 Wesen. Is right or he's wrong? Hat er recht oder liegt er falsch? And 19 beings says. Die 19 Wesen sagten. Today he did not follow our advice. Heute ist er nicht unseren Ratschlag gefolgt. And he made the argument. Und er hat mit uns diskutiert. But he was right, because if we enter, you would not be here. Aber er hatte recht. Wir hätten diesen Himmel betreten, wenn du nicht da gewesen wärst.
If we go inside, then you would not be here. Ach so, wären wir in diesen Himmel gegangen, wärst du nicht hier gewesen. God smiled. Und Gott hat gelächelt. You see, God giving everybody freedom, actually. Seht ihr, Gott gibt jedem die Freiheit. You can speak the way you wish. Ihr könnt so reden, wie ihr wollt. It's a very long vision. Das ist eine sehr lange Vision gewesen. I wrote yesterday. Die habe ich gestern aufgeschrieben. I asked God, I have a question. Ich habe Gott gefragt, ich habe zu ihm gesagt, Gott, ich habe eine Frage. We are entering in this heaven. Wir betreten diesen, wenn wir diesen Himmel betreten. There are many creations. Dort existieren viele Schöpfungen. Nein. Also es existieren an sich viele Schöpfungen. There are many creations. Es existieren viele Schöpfungen. And there was always few people. Und es gab immer ein paar Leute, who were researching with whole heart. Die mit ganzem Herzen nach dir gesucht haben. What gonna happen to them? Was wird mit ihnen passieren? I asked God. Habe ich Gott gefragt. Before we enter. Bevor wir diesen Himmel betreten haben. Listen the answer of God. Hört der Antwort Gottes zu. God says, since all the creation existing. Gott hat gesagt, seitdem die ganzen Schöpfungen existieren. And all creation, whoever have a lovely heart for me, he can come in your heaven actually. Und in all diesen Schöpfungen, wer auch immer ein liebevolles Herz für mich hat, der kann auch in diesen Himmel kommen. I say, God, I'm happy we can enter now. Ich habe gesagt, Gott, ich bin glücklich, wir können diesen Himmel jetzt betreten, zusammen. It's a very long vision. Das ist eine lange Vision gewesen. But I bound God. Aber ich habe Gott gebunden. That who has 1% lovely heart for you. Derjenige, der auch nur 1% ein liebendes Herz für ihn hat. He should get opportunity to enter. Der soll die Möglichkeit bekommen, diesen Himmel zu betreten. God said, it will be possible. Gott hat gesagt, das wird möglich sein. It means, das bedeutet, is a good news all of you. Dass das für euch alle eine gute Nachricht ist. If you don't leave the mission, wenn ihr die Mission nicht verlasst, you are loyal to mission, wenn ihr der Mission loyal seid, you are last minute entering, bis zur letzten Minute, bis zu euren letzten Atemzug für Gott gebt, and whatever you done for mission, was auch immer ihr für die Mission getan habt, you have a opportunity, ihr habt dann die Möglichkeit, new heaven to enter, einen neuen Himmel zu betreten. But if you would be stopped, aber wenn ihr stoppen würdet, then they will not stop you forever. Die werden euch nicht für immer stoppen. Why they gonna stop you? Warum werden sie euch stoppen? For short time period. Warum werden sie euch für eine kurze Zeitperiode stoppen? Weiß das jemand? Ich frage euch. My members are so beautiful. They never speak, they accept everything. Ja, meine Mitglieder sind so wunderschön, die reden nie, die akzeptieren einfach alles, was sie sagen. Everything. And if I ask a question, they don't remember either. Und wenn ich ihnen Fragen stelle, dann erinnern sie sich nicht mal mehr an die Frage. Ja. Ich verstehe. If they can stop us. Wenn sie uns stoppen können, number one, dann ist Nummer eins, that we left the mission. Liegt es daran, dass wir die Mission verlassen haben? They can stop you forever again. Dann können sie euch für immer stoppen. Then you don't enter there. Dann betretet ihr diese Welt nicht mehr. But if you keep your loyalty, aber wenn ihr eure Loyalität beibehaltet and last love and last breath for God, und eure, bis zu eurem letzten Atemzug alles für Gott tut and keep your investment for the will of God, und euer Leben für den Willen Gottes investiert, then they can stop you only for short time period. Dann können sie euch nur für einen kurzen Zeitraum stoppen. Only one reason. Nur aus einem Grund. What you think, what can be this? Was kann dieser eine Grund sein? Please. Last question, geistiges then. Wachstum. Geistige Wachstum can be one thing. Ja, das geistige Wachstum kann eine Sache sein. This they can help you, actually. Aber mit dem geistigen Wachstum können sie euch helfen. There's the other reason. Es gibt noch einen anderen Grund. Please. Wenn man Zweifel hat. Because of your doubt? Mm-mm. Nein.
schlechten Wesensarten, an denen wir festhalten. Our bad habits. Julian, you are really. Julian, du bist wirklich. Being are working with you. Ja, die Wesen arbeiten wirklich mit dir. Now everything recorded, what you say. Ja, jetzt wurde alles aufgenommen, ja. Einmal auf physischer CD und einmal auf geistiger. Yeah, and when they stop you, your bad habit, then you know. Ja, und wenn die dich aufhalten, dann holst du es raus, ja. You cannot say anything. They say check your video. Ja, sag dann zu ihnen, schaut mal auf dieses Video. So we try to integrate our bad habit. Das heißt, wir müssen unsere schlechten Angewohnheiten abgewöhnen. Next week I'm not here. Nächste Woche bin ich ja nicht hier. We will talk integration in new heaven, what our bad habit we have to give up. Nächste Woche werden wir über die Integration reden, wie wir unsere schlechten Angewohnheiten abgewöhnen oder integrieren, also auf eine Weise umändern. And what good habit we have to take. Und was für gute Angewohnheiten wir annehmen müssen. So, ich bin soweit. Ich bin also soweit fertig. Question, then I take. Wenn es Fragen gibt, dann nehme ich die jetzt an. Something more I want to say. Noch etwas weiteres möchte ich sagen. Whatever you're gonna invest now for the will of God. Was auch immer ihr jetzt für den Willen Gottes unternehmen werdet. And some great people come later. Und wenn ein paar großartige Menschen später kommen werden. You're gonna get also advantage from them. Von diesen Leuten werdet ihr auch Vorteile bekommen, weil ihr die Urheber seid. They will help you also. Die werden auch euch mithelfen. They can come 2040, 2060, 2080. Die kann 2040, 2060. They will be all your spiritual children. Kommen und so weiter. Die werden alle eure geistigen Kinder sein. And they will also help you. Und die werden auch euch helfen. To go very high world. Um in sehr hohe Welten zu gehen. If you have a question, please you can ask. Wenn ihr eine Frage habt, try to finish the need of God. Und versucht haben, das Bedürfnis nach Gott zu beenden. In this point, an diesem Punkt, light is not functioning in your spirit. Funktioniert das Licht nicht mehr in unserem Geist oder kam nicht mehr rein? That's the only way you can multiply evil. Das ist die einzige Weise, wie ihr Böses multiplizieren könnt. Otherwise. Ansonsten. Everything can be clean when you make some mistake. Kann alles gereinigt werden, wenn ihr einen Fehler macht. But this few things should not do that. Aber diese paar Sachen solltet ihr nicht tun. So this multiply the evil. Also das ist das, was Böses multipliziert. Otherwise evil is not such anything when you are in the light of God. Ansonsten ist das Böse eigentlich gar nichts, wenn ihr im Licht Gottes seid. Yeah. Okay, somebody more. Okay, noch jemand? Kinder, you wanna ask question? Noah, Josephine, Joel, habt ihr Fragen? Hat einer von euch Fragen? Okay. Nein, ja. Wir meinen auch die dicken Kinder, Joshua, Simon, Jakob. No. Okay, if somebody have any question, then ask, please. Otherwise, I pray. Wenn niemand mehr Fragen hat, ihr könnt Fragen stellen, ansonsten werde ich jetzt beten. I have feeling that this time Christiane prays. Ich habe das Gefühl, dass jetzt Christiane beten sollte. Sonntag, der 22.05.2022, das Gebet mit Christiane. Vater. Most beloved Heavenly Father. Ich möchte dir danken, dass wir heute wieder 2 Stunden Licht sammeln durften. I want to thank you that today we had the opportunity to again gain light. Aber himmlischer Vater, ich möchte, dass unsere Mitglieder jeden Tag so einen Höhepunkt in ihrem Leben setzen. But most beloved Heavenly Father, I want that our members have every day this highlight in their spirituality and their spiritual growth. Es ist nicht genug, nur die Worte von dir zu hören, wir müssen sie auch leben. It is not just enough to hear your words, we also have to live your words. 24 Stunden am Tag leben wir in dieser Welt. 24 hours a day, we live in this world. Und trotzdem schaffen wir es nicht, die eine Stunde am Tag vollkommen losgelöst davon zu widmen. But still we are not able to give at least 1 hour separated from this world to you. Vater, wir versuchen dich irgendwo dazwischen zu schieben. Father, we try to stuff you in between this worldly time.
Aber das ist eine Schande. But this is a Schande. Shame. That's a big shame. Vater, ich wünschte, jeder würde dich so tief und so innig wie Sahid lieben. Father, I wish that everyone loves you as deep and fulfilling as Sahid. Denn dann könnte deine Welt schon so in naher Zukunft errichtet werden. Because then your world could be established in near future. Aber nur 2 Stunden am Wochenende deine Worte zu vernehmen. But to only listen to your words 2 hours on the weekend. Führt nicht zu irgendeiner Veränderung in uns selbst. Will not bring any change in ourselves. Ich möchte, dass unsere Mitglieder und alle Menschen verstehen. I want that our members and every human being understands. Dass sie sich selber ändern müssen. Sie müssen handeln, aktiv werden. That they have to change themselves. They have to become active and they have to act. Und nur dann kann sich dein Licht in uns niederlassen. Because only then your light can dwell in us. Vater, bitte gib uns alle ein langes und erfülltes Leben auf, in dem wir für deinen Willen arbeiten können. Father, please give us a long and fulfilling life where we can work only for you. Ich spreche aus eigener Erfahrung. I talk from my own personal experience. Seit ich deinem Willen folge. Since I'm following your will. Haben sich alle weltlichen Probleme in Luft aufgelöst. All worldly problems dissolved into thin air. Vater, wenn ich ehrlich bin, lebe ich bereits heute im Paradies auf Erden, denn ich erfülle deinen Willen. Father, if I'm honest, I'm already living in paradise on earth, because I'm fulfilling your will. Ich weiß nicht, ob mir diese Möglichkeit noch mal in der geistigen Welt gegeben wird. I don't know if this opportunity is given to me again in spiritual world. Aber ich weiß, hier auf Erden stehe ich in der ersten Reihe. But I know that here on earth I'm in the first row. Und ich bete und wünsche, dass alle unsere Mitglieder sich dieser Position, die jeder inne hat, vollkommen bewusst werden. And I pray that our members become very self-conscious about this position they have. Denn diese Position werden sie in der geistigen Welt, wo Milliarden von Wesen, zahllose Wesen sind, nie wieder erreichen. Because this position they have, they will never again in the spiritual world, where there are millions and billions of different beings, they never ever reach again. Und ich bete, dass unsere Mitglieder verstehen, dass das ein einzigartiger Moment in ihrem Leben ist. And I pray that our members understand that this is a very special moment in our life. Und wenn sie diesen vergeuden, and if they waste it, dann werden sie das bitter im geistigen Leben bereuen. Then they will regret it very bitterly in spiritual life. Vater, ich weiß, wir werden nie, wenn wir sterben, nicht einer von uns wird in die höheren Himmel gelangen. Father, I know that when we will die, that not even a single one of us will come into the higher heavens. Vater, wenn ich 10 davon im Schlepptau habe, but Father, if I have at least 10 of those people with me, dann weiß ich, dass dein Königreich kommen wird, denn dann haben wir gezeigt, dass wir andere Menschen zu dir führen können. Because then I know that we can, that your kingdom will come, because then I know that, was? Dass dein Königreich kommen wird. That your kingdom will come. Vater, es wäre, ich würde mich zu Tode schämen. Father, I would be ashamed to death. Wenn ich zu dir gelangen könnte. If I would be able to come to you. Und du mich dann fragst, Christiane, warum bist du allein gekommen? Wo sind meine Kinder? And you then ask me, Christiana, where are my children? Why didn't you bring them with you? Und deswegen habe ich mich entschieden. And that's why I decided. So viele Bücher wie möglich zu schreiben. To write as many books as possible. Damit so viele Menschen wie möglich in unserem Schlepptau sind. So that many people as possible are with us. Vielleicht sind wir nur in der mittleren Welt. Maybe we are just in the middle dimension. Then. Oder in den neutralen Dimensionen. Or in the neutral dimensions. Aber du wirst uns finden. But you will find us.
Und du wirst uns zu dir emporheben. And you will bring us to you. Vater, ich hoffe, dass jedes unserer Mitglieder. Father, I hope that every single one of our members. Tief in seinem Herzen. Deep in their hearts. Dass du das Wichtigste im Leben für uns alle bist. That you are the most important thing in our life. Du hast uns das Leben geschenkt. You gave us life. Und wir können dir nichts außer Liebe zurückgeben. And we cannot give anything than love back to you. Ich bitte dich im Namen der Heiligen, der wahren Eltern, dein Herz und deiner Liebe. Amen. I pray this in the most beloved Heavenly Father, in the name of your heart. Amen. Amen.